Bullenstar wechselt zu Chelsea, Hiobs Botschaft für Dibon und Arnautovic produziert seine eigene Gin-Marke. Das sind die heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im KRONE.at Sportstudio. Gestern Abend wurde Medienberichten zufolge der Poker um die Zukunft des deutschen Fußballnationalspielers Timo Werner entschieden. Bisher gab es einige Gerüchte, dass der Stürmer zum Premier League-Spitzenreiter Liverpool wechselt. Jedoch dürfte er sich nun für Chelsea entschieden haben. Die Londoner sollen von der Ausstiegsklausel, die bei knapp unter 60 Millionen liegen soll, Gebrauch machen. Im Gegensatz zu Liverpool ist der Tabellenvierte der Premier League offenbar bereit, diese Summe an RB Leipzig für Timo Werner zu bezahlen. In der 23. Runde der österreichischen Bundesliga beim Schlagerspiel Red Bull Salzburg gegen Rapid Wien verletzen sich gleich drei wichtige Spieler der Grün-Weißen. Nach den Verletzungen und der Niederlage von Mittwoch gibt es nun die nächste Hiobsbotschaft für die Wiener. Die Befürchtungen über Christopher Dibon bewahrheiten sich. Der Innenverteidiger zieht sich beim Bundesliga-Restart im linken Knie einen Kreuzbandriss zu. Diese folgenschwere Diagnose wurde am Donnerstag bei einer Magnetresonanzuntersuchung zur bitteren Gewissheit für den Rapid-Vizekapitän. Auch für Trainer Didi Kübauer ein schwerer Schlag. Der Ausfall von Dibon, der in der laufenden Saison in 23 von 24 Pflichtspielen zum Einsatz gekommen ist, ist für die Grün-Weißen nur schwer zu ersetzen. Zu Mario Sonnleitner und Thomas Murk, die sich ebenfalls im Duell gegen Red Bull Salzburg verletzt haben, gibt es noch keine genauen Informationen. Jedoch wird auch hier vermutet, dass beide für einige Wochen ausfallen werden. Sollten sich diese Befürchtungen bewahrheiten, wäre das ein weiterer Tiefschlag für die Grün-Weißen, wenn man an die englischen Runden in den nächsten Wochen denkt. In der österreichischen Bundesliga geht es Schlag auf Schlag. Gerade ist erst die 23. Runde beendet worden, startet morgen schon wieder die Qualifikationsgruppe in die 24. Runde mit den Spielen Admira gegen Mattersburg, Altach gegen WSG Tirol und SKN St. Pölten gegen Austria Wien. Am Sonntag spielt die Meistergruppe, wo der WRC auf den LASK trifft. Der Tabellenführer Salzburg ist zu Gast bei Hartberg und beendet wird die Runde durch das Spitzenspiel der Traditionsvereine Rapid Wien und Sturm Graz. Auf KRONE.at können Sie natürlich alle Spiele mitverfolgen. Nachdem im österreichischen Fußball die erste Runde der Tipico Bundesliga beendet ist und die Ligaverantwortlichen ein sehr positives Resümee gezogen haben, startet heute endlich auch die zweite Fußball-Bundesliga. Sehr interessant zu beobachten wird sein, wie sich Ried heute gegen Lafnitz schlägt, die Titelfavorit in der zweiten Liga sind. Damit die Innenviertler einen weiteren Schritt Richtung Aufstieg in die Bundesliga machen, müssen sie heute um 20.25 Uhr gegen den SV Lafnitz 3 Punkte holen. Am Sonntag trifft der Konkurrent der Rieder, Austria Klagenfurt, auf Karpfenberg. Die Klagenfurter müssen in den restlichen 11 Runden 8 Punkte auf die Wikinger aufholen, um nächstes Jahr in der Bundesliga zu spielen. Die einen Sportler bringen ihre eigene Modelinie auf den Markt, die anderen entwerfen den perfekten Sportschuh und Marco Arnautovic produziert Gin. Der China-Legionär präsentiert gestern im Luxushotel in der Wiener Innenstadt seine Gin-Marke, die seinen eigenen Namen Arnautovic Gin trägt. Ich will kein Getränk machen, das was 0850 ist, das bin ich nicht. Und der ist sehr gut. Also ich habe schon, ich habe natürlich auch gekostet und habe natürlich auch einige Feedbacks bekommen. Also der hat schon einiges drauf. Es ist für Leute, die was zu Hause sitzen, was natürlich mal ins Restaurant gehen, mal ein Gläschen genießen wollen. Ich habe es jetzt öfters angesprochen, es ist, steht für Genuss und Qualität. Und es ist natürlich nicht für die Jugend. Und ich wollte was machen oder was nicht einige machen. Weil ich kann mich natürlich auch hinstellen und kann sagen, okay, ich mache jetzt Kapern und das war's. Aber das ist irgendwie zu mir, es passt nicht zu mir, ist ein bisschen für mich oder eine Langeweile. Jetzt habe ich mal das gemacht. Ich glaube, jeder hier im Raum trinkt natürlich ein Gläschen und deswegen bin ich nicht falsch am Platz. Als zweites Standbein ein gutes Projekt für den China-Legionär. Damit verabschiede ich mich ins Wochenende, wünsche Ihnen noch einen schönen Freitag und bis zum nächsten Mal im KRONE.at Sportstudio.